Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, zweiter Teil, Quadrat zwischen Mars, ziemlich genau an der Spitze des vierten Hauses im Schützen, und Neptun auf der Hauptachse, allerdings unterhalb des Deszendenten. Neptun 25 Grad und Aszendent ungefähr 26 Grad. In der Jungfrau Medium Zöli ist oder Meridian auf 25 Grad Zwillinge hinunter zum Schützen. Und das bedeutet natürlich auch, dass hier über diese starke Besetzung des Achsenkreuzes in den nächsten 4 Monaten sehr wahrscheinlich große Unklarheit herrscht, große Handlungslähmung. Ja? Denn Mars, Neptun steht auch für das Blockieren des Handelns. Also das heißt, man weiß nicht so recht, was man tun soll. Wir sehen auch an der Spitze des siebten Hauses hier starke Auflösungsprozesse, zunächst einmal für uns betreffend im Bereich der Partnerschaft. Und natürlich das vierte Haus zeigt uns auch, dass die Familien sehr stark betroffen sind. Ja, ja, wir haben einfach hier diese Tatsache, achtes Haus im Zusammenhang mit dem vierten Haus. Das heißt, wir haben hier Todesfälle innerhalb der Familie und das wirft natürlich auch auf die Partnerschaften sozusagen schwierige Schatten. Also keine einfache, ja, kein einfaches Horoskop, und der Aspekt, der natürlich für mich der erschlagende Aspekt ist, der maßschlagende Aspekt, der maßgebliche Aspekt, ist natürlich hier die Halbsumme zwischen Mars, Saturn und Pluto, der dann noch hinauf zeigt, ja, der noch hier richtig schön hinauf zeigt zum Mond, eingeschlossenen Herrscher des 10. Hauses. Ja. Natürlich große Machtspiele, aber hier, die Stadtsipaten wollen mit hier mit dem vierten Haus nichts zu tun haben. Ja, Volksgenossen, oh, wir sind eben mal nicht da, wir verschwinden mal eben und versperren uns, ja, richtig, sperrt euch ruhig ein, also das ist eine sehr gute Idee. Das heißt, die wollen hier ja mit uns nichts zu tun haben, erkennen wir aus der Mond-Pluto-Opposition. Aber was für uns entscheidender ist, Mars-Saturn ist an sich, naja, wir wissen ja, Mars-Saturn bedeutet ja in der Halbsumme, ja, also die Halbsumme von Mars-Saturn ist ja auch im Progressionenbereich, in der Progressionenastrologie eine sehr maßgebliche Besetzung, weil es hier das Ende bedeutet. Und naja, schauen wir mal, was hier Ebertin über Mars, Saturn und Pluto in der Halbsumme geschrieben hat in seinem Handbuch für angehende Geheimdienstmitarbeiter, und zwar KGB oder nein, KTG oder was auch immer. Also das heißt, wir haben hier Mars, Saturn aufgeschlagen, und da müssen wir im Negativbereich schauen, weil es, würde ich sagen, mit Pluto doch eine interessante Aussage ist. Hier Gewaltsamkeit nach außen, zerstörende Kraft nach innen, Härte, Eigenwilligkeit. Na, ich würde auch sagen, das Beenden steht hier halt auch sehr stark drinnen. Und jetzt kommt ein Begriff, ja, oder zwei, na, ein Begriff, den ich halt nicht lesen werde. Ich hoffe, du kannst ihn lesen. Ich halte das so. Da ist der Pluto und da steht einmal Brutalität, Zerstörungswut, höhere Gewalt greift ein, körperliche Schäden. Hast du das gelesen? Körperliche Schäden, ist es interessant? Und dieses Wort, kannst du das lesen? Ich darf es nicht aussprechen, ja, aber du kannst es lesen. Naja, also das heißt, wir sehen hier schon mal, hoppla, 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 da reißt sogar die Kamera umeinander. Also das heißt, starke Aussage, oder? Klare Aussage, klare Worte, betrifft das vierte Haus, betrifft das vierte Haus, betrifft die Bevölkerung. Ja? Saturn ist ja eingeschlossener Herrscher des vierten Hauses, Bevölkerung. Und Bevölkerung, viertes Haus, achtes Haus. Also das heißt, hier schaut es nicht gut aus. Ja? Und vom Gefühl her, ja, das ist astrologisch jetzt natürlich, ich muss gegen das sprechen, was ich üblicherweise sage, weil normalerweise mit Neptun am Deszendenten haben wir von morgen an einen starken Einfluss, gar keine Frage. Aber was wir hier drinnen stehen haben, hier im zweiten Quadranten, das wird erst ausgelöst ungefähr um die Zeit 29. Februar. Dieses Jahr haben wir tatsächlich einen 29. Februar. Ich habe jetzt selber nachdenken müssen. Ja. Wir haben ja ein Schaltjahr 2024. Ja klar, weil ein Jahr hat 365 Tage und 25%, also und ein Vierteltag dazu. Also das bedeutet, hier haben wir rein vom Gefühl her, ja, das kann ich jetzt nicht so richtig begründen. Das heißt, wir haben hier ein Monat, zweites Monat, also das ist sozusagen bis Ende Jänner, bis Ende Februar und hier Anfang
März. Und das ist dann Ende März eben bis Ende April. Sehr angenehm. Also ein 4-Monats-Horoskop, das sowas könnte man öfters machen. Das, da tue sogar ich mir leicht mit dem Rechnen. Also das bedeutet grob ausgedrückt Jänner, Februar, März, April. Und das heißt, wir haben hier im Zeitraum des März dann rückläufig 1, 2, 3, 4, 5. Nur da sind einige Auslösungen im Talon. Also ich würde sagen, so vom Gefühl her, ab Anfang März, Ende Februar, haben wir dann hier diese unselige Auslösung. Wir haben schon punktuell hier vorher eine Auslösung, die sehen wir hier schon ungefähr in der Halbwertszeit. Das wäre so ungefähr Mitte Februar haben wir hier schon etwas Heftigeres. Dann wäre auch hier Uranus rückläufig gesehen an der Spitze des 8. Hauses, wäre auch schon mal eine heftige Geschichte. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen haben wir dieses Horoskop, glaube ich, sehr gut getroffen. Das ist auch hier, sehen wir zum Beispiel bei Hauptachse, die Mondknotenachse, südlicher Mondknoten im 2. Haus. Das heißt, auch hier wollte man zu viel haben. Da ging es sehr stark in der Vergangenheit um Besitz. Und wir sehen auch hier, dass dieser Glücksdrachen, ja, kann ich dir hier zeigen, das gilt als Drachenfigur wird das genannt, und diese Drachenfigur soll natürlich einen positiven Beitrag bringen, also das heißt, dieses Horoskop irgendwie entlasten. Wie das der Fall sein könnte, kann ich dir nur schwer sagen, ja. Aber offensichtlich kann das vielleicht irgendwelche, was kann das bringen? Angenehmen Energien, positive Energien bringen. Hoffen wir es, ja. Hoffen wir es. Ich suche nur die Badewanne, die finde ich jetzt nicht, weil hier der Balken fehlt zwischen Pluto und Neptun. Pluto ist 29 Grad, Neptun 25 Grad, also hier rinnt die Badewanne wieder aus. Was soll man machen? Ist leider so, aber wir haben hier wieder, interessanterweise, ein Wassertrigon, ja. Wieder ein Wassertrigon zwischen Mond, Venus und Neptun. Und das kann auch sozusagen etwas vielleicht Entlastendes sein. Ja, ich kann ich schwer sagen, ja, kann ich schwer sagen, weil hier der Balken hinunterfällt, hätten wir hier nämlich quasi einen zweiten Glücksdrachen zu Pluto hinunter. Ja. Aber wäre dann fast so eine Halbsumme zwischen Venus, Neptun und Pluto, aber lassen wir es mal dabei. Also dieses Wassertrigon könnte uns, ich schaue mir das hier an, und zwar das große Kreuz, das große Trigon, und zwar, so schaut das aus, ja, Dreieck, besondere Unterstützung, ja, also das heißt, dass die Energien automatisch flüssig und leichtgängig werden, ne? Das glaube ich schon, dass das leichtgängig wird. Das wird jetzt alles dann sehr, sehr reibungslos vonstatten gehen. Also wie gesagt, ob das so eine großartige Entlastung ist, stelle ich einmal als Fragezeichen in den Raum. Also für mich ist es ein bisschen schwierig nachzuvollziehen, aber es steht drinnen. Ja. Schicksalshaft ist es allemal, gar keine Frage. Und so sind halt die Dinge. Wir sehen Spitze, 2. Haus in der Waage. Allerdings, ja, Waage, Stier könnte so ein bisschen stimmig sein, aber allerdings auf Skorpiongraden, und das heißt, wir sehen hier schon die Schwierigkeiten für das Finanzsystem, und das Finanzsystem herrscht von 2 der Euro in 3 im Skorpion, das heißt, man versucht wieder für die Wirtschaft sozusagen stimulierend zu wirken, allerdings ist die Venus auf ungefähr 29 Grad auf Fischegraden, und ob hier sozusagen diese Unterstützung im erhofften Ausmaß ankommen wird, wage ich natürlich auch deswegen zu bezweifeln, weil nicht nur die Spitze 3 auch auf Skorpiongraden steht, sondern weil der Mars, ja, Herrscher von 3 Spitze 4, Pluto 2. Herrscher von 3 auch im 4. Haus, das zeigt mir, dass man jetzt hier sehr intensiv und fast schon zwanghaft versucht, im eigenen Land quasi Fuß zu fassen, kann aber auch natürlich bedeuten, dass es hier für die Bevölkerung zu großen Leid und Entbehrungen im Zusammenhang mit Wirtschaft, Handel und Industrie kommt, das natürlich auch, das heißt das ebenfalls, ja, dass Wohnraum, 4. Haus,
drittes Haus verloren geht. Oder andere Möglichkeit, dass eben von zu Hause aus, drittes Haus, Handel betrieben wird, Homeoffice, dass viele Leute eben von zu Hause versuchen, eben wirtschaftlich zu überleben. Aber wir haben ja, wie schon zuvor erwähnt, drittes Haus, Mars, aber auch achtes Haus von Mars regiert. Das heißt, wir erkennen hier auch schon eine schwierige Aussage für die Wirtschaft. Herrscher von 3 und Herrscher von 8. Gleichzeitig ist natürlich ein starkes Zeichen nach unten. Ja, das ist eben leider in Zeiten wie diesen haben wir eben diesen starken Niedergangsprozess, der natürlich auch mit dem Jupiter im 8. Haus zusammenhängt. Also das heißt auf gut Deutsch, die Anzahl der Verbraucher wird weniger und dann wird natürlich auch das Volumen, das Ausmaß, das Potenzial der Wirtschaft auch entsprechend schrumpfen. Logisch. Ja, das sind alles ganz, ganz logische Erklärungsansätze oder logische Zusammenhänge. Wir sehen auch noch, dass der Mars einen beträchtlichen Anteil im 7. Haus regiert als Nebenherrscher. No, wir haben hier fast, wie viel sind das? No, so um fast 20 Grad des Sternzeichens wieder befinden sich im 7. Haus. Das, wir erkennen wieder schon mal, ja, dieses Thema hatten wir ja schon. Wir erkennen hier den Zusammenhang, Handelspartner, internationale Handelspartner, Verträge, aber was für uns auch relevant ist, was auch virulent ist, nämlich die Auseinandersetzung im Osten. Die ist für uns maßgeblich. Militärische Auseinandersetzung im Osten und hier herrschen große Unklarheiten und diese Unklarheiten, Neptun, Herrscher von 7 und Herrscher von 6, das heißt, es läuft dort gar nicht gut und weil es dort gar nicht gut läuft, haben wir hier eine über das Quadrat zum Mars, eine starke Wechselwirkung zu unserer Wirtschaft und die Wirtschaft ist auch 8. Haus, das heißt, es schaut für die Wirtschaft grimmig aus. Ja? Also auch das kann man aus diesem Aspekt Mars, Neptun herauslesen. Große Schwierigkeiten, große Spannungen für die Wirtschaft aufgrund von ja, Entscheidungen, falschen Entscheidungen im Zusammenhang mit Auseinandersetzungen, wo man sich am besten oder besser heraushalten hätte sollen. Aber so ist das eben. Wir müssen auch immer bedenken, dass gewisse Dinge, in dem Fall diese ganze Unternehmung, gewollt war. Also das heißt, von Zufall brauchen wir hier nicht zu sprechen. Ja, vielleicht auch noch bemerkenswert, dass Mond und Venus, ja, dass wir haben hier ein Mond-Venus-Trigon und dass die hier mit Pluto über Sextil verbunden sind. Also das heißt, Mond im Krebs schon mal sehr, sehr gefühlvoll. Pluto in Opposition im Steinbock bringt eine immense Gefühlstiefe, aber auch einen sehr großen Leidensfaktor mit sich. Und wenn dann die Venus auch noch involviert wird, haben wir eine interessante Verkettung von Energien. Und das bedeutet natürlich hier auch, ja, dass hier das Finanzsystem, ja, der Euro, sehr stark ja, durch die Wirtschaft in Mitleidenschaft gezogen wird, weil Mond, Pluto, Venus, da wird hier sehr negative Energie aktiviert. Ja. Also das heißt, wir sehen auch hier eben, Finanzen leiden sehr stark. Das ist natürlich immer gegenseitig. Die Häuser 2, 3, 5, 7 und 9 hängen stark zusammen. Logisch, Finanzen, Versorgung, Sicherheit, Wirtschaft, Handel und Industrie, Wachstum, Wohlstand im Land, natürlich internationale Handelspartner. Und hier haben wir im 9. Haus auch die Ferne, das heißt aus dem Ausland, aus dem fernen Ausland. Und hier haben wir eine sehr interessante Aussage und auch eine starke Aussage. Der rückläufige Uranus als Herrscher des 5. Hauses steht für Wohlstand, der zurückgeht. Wachstum, welches stark zurückgeht. Und das hängt natürlich im Zusammenhang mit dem 9. Haus. Und dieses 9. Haus, ich würde sagen, sowohl Wilder Westen als auch Ferner Osten, und dieses 9. Haus steht natürlich ebenso auf Skorpiongraden wie auch das 3. Haus und wird auch wie das 2. Haus von Venus regiert. Also das heißt, wir sehen hier als Wechselwirkung Herrscherin von 9
in 3 schwierig gestellt wegen der Pluto-Sextilgeschichte und Mondtrigon, dass wir hier eben sehen, dass die Thematik fernes Ausland auf unsere Industrie, auf unsere Wirtschaft maßgebliche Auswirkungen hat und dass es hier wegen der Fische gerade einfach nicht mehr so läuft, wie es gewohnt war. Gut, in Summe würde ich sagen, ein äußerst intensives Horoskop, ein äußerst markantes Horoskop mit einem sehr hohen Unberechenbarkeitsfaktor eben wegen des beweglichen Achsenkreuzes. Ich kann nicht sagen, wohin es sich entwickeln wird, aber wir sehen, dass die Tendenz in Richtung Urnenhain, 8. Haus, gegeben ist. Also es tut mir leid, wenn ich das so klar ausdrücke, aber wir sehen, was hier so derzeit läuft. Ich sehe hier noch eine Verbindung, aber ist das sozusagen hier Mars, Saturn und Uranus, weil hier haben wir eingetragen noch das Trigon Mars, Mars, Uranus und dann in der Halbsumme sozusagen Saturn. Und kann ich gerne nachschauen, was das generell für eine Energie hat, aber ich vermute, dass es hier dann nur eher schneller geht mit den Blockaden. Hier haben wir Mars, Uranus, kann man das lesen, er braucht einen Moment, bis er scharf stellt, genau. Und hier haben wir auf der rechten Seite den Saturn, genau, ich wollte den Uranus, habe ich gesagt, aber den haben wir schon vergeben. Da ist der Saturn und hier steht Gewalttätigkeit, Moment, ich halte es von oben, Gewalttätigkeit, Mangel an Anpassung, auf Trennung gerichtete Energie, ja? Gewaltsame Zerstörung, auf Trennung gerichtete Energie, naja, das wissen wir. Das heißt, wir haben hier den Zusammenhang, Mars, die Wirtschaft, Uranus, das Wachstum im Land und hier Saturn, die Bevölkerung, auf Trennung gerichtete Energie. Und da haben wir natürlich auch hier das Thema Wohlstand angesprochen mit südlicher Mondknoten, Spitze 2. Haus, dass man eben zu viel wollte. Gut, genug über dieses Horoskop geredet. Ich weiß, ich kann Horoskope leider nur am Rande streifen. Für eine gute Ausarbeitung brauche ich derzeit mindestens eine Woche. Mindestens, ja. Früher habe ich 2 Wochen gebraucht, aber meine Zeiträume haben sich schon halbiert. Also ich bin schon besser geworden. Also Scherz beiseite. Also das heißt, eine gediegene Horoskop-Ausarbeitung, die braucht wirklich einen richtig langen Zeitraum. Und ja, da kann man zum Beispiel sich dann auch hier das Deutschland-Horoskop ansehen vom, was ist es, der 3. Oktober 1990, das sogenannte Wiedervereinigungshoroskop. Und wir sehen hier den Mars, also wir sehen es nicht, aber ich zeige es hier. Wir sehen hier, der Mars wäre auf 25 Grad hier im Schützen und Neptun würde sich hier auf 25 Grad in den Fischen im 9. Haus befinden. Das heißt, wir hätten hier die Spannung 5. Haus, 9. Haus. Ich glaube, eine Information, die wir aus dem ersten Horoskop, glaube ich, sehr klar herausgelesen haben. Das heißt, wir erkennen hier, dass das Wachstum im Land, der Wohlstand im Land sich auflöst, Neptun, und zwar wegen offensichtlicher Schwierigkeiten mit dem fernen Ausland. Jetzt können wir müssen auch noch, wenn wir hier das noch berücksichtigen, im Deutschland-Wiedervereinigungshoroskop müssen wir natürlich auch anschauen, wer ist der Mars, wer ist Neptun. Mars ist Herrscher des 10. Hauses und Neptun ist Herrscher des oder Herrscherin des 9. Hauses und Mars regiert auch noch das 5. Haus. Also wir haben hier eine ähnliche Botschaft. Wir erkennen hier, dass hier aufgrund von Differenzen oder Missverständnissen zwischen den Staatsratsvorsitzenden und dem fernen Ausland, dass es hier zu großen Verlusten des Wachstums und des Wohlstands kommt. Ja. Also wie gesagt, es war nur ein kurzer Blick in das eben Wiedervereinigungshoroskop. Da können wir natürlich auch einiges herauslesen. Wir haben morgen den 28.12.2023 und daher folgende Zahlenreihe. Wir haben die 28, große Sturheit. Man möchte, dass sich nichts verändert, dass alles so bleibt, wie es ist. Nein, das habe ich nicht erkannt. Die 40, der Kuschelhammer, man ist freundlich,
lieb und nett, aber es ist doch eine starke Machtausübung. Naja, habe ich jetzt so, Merkur-Mars-Konjunktion, Merkur-Herrscher des 10. Hauses, will sich halt schon stark distanzieren, aber die 42, ja, na, die können wir, aber wie stark wir diese Zahl sehen können. Jupiter-Herrscher 4 im 8. Haus, Mond-Pluto-Opposition und andere. Naja, heftige Besetzungen, also das heißt, hier geht es um sehr intensive, kann man auch ruhig sagen, schwarze Magie. Die 44, die Rosamunde Pilcher-Zahl, die unglücklich Liebenden, naja, Neptun an der Spitze des 7. Hauses, zeigt mir natürlich auch große Sehnsucht im Bereich der Partnerschaften an, aber es soll ja angeblich gut ausgehen, kann ich jetzt schwer beurteilen, aber als nächste Zahl ist die 47, die die Quersumme 11 gibt, also echt kölnisch Wasser, heißt das nicht. Die 47 ist richtig, die Knüppelquerlzahl. Man spielt den Harten, ist aber innerlich weich und sehnt sich nach Liebe. Ja, da wird man manchmal auch schon mal zum Boxer. Und jetzt haben wir in der alten Zahlenreihe, so wie gestern bei der neuen Zahlenreihe, die 11 und die 2, magische Wirkungskraft und das Wirken kosmischer Energien oder vielleicht komischer Energien. Naja, so komisch sind die Energien dann leider doch nicht. Und die neue Zahlenreihe lautet 7, 17, 18. Moment, das kann ich ja hier genauso zeigen. Ich muss das nur schön auflegen. Wir haben morgen den 7. Grad des 10. Sternzeichens Steinbock, also das heißt die 7. Naja, das ist eine aktive Zahl, eine impulsive Zahl, eine Zahl, die wahrscheinlich, mehr dem, das ist eben die Frage, dass hier in den kosmischen Zusammenhängen eben nicht die Erde damit gemeint ist, wie ich immer gedacht habe. Auf jeden Fall eine Zahl des Erfolges, die 17 Osiris, die Wasser des Lebens, Die kann man schon erkennen am Wassertrigon, aber ob das das Leben sein wird, das wage ich zu bezweifeln. Die 18, die sehen wir, würde ich sagen, doch auch ausgeprägt in diesem Horoskop. Es geht um Täuschung und Mars-Neptun-Quadrat beinhält ja auch das Thema Täuschung und Irrtum, also eindeutig die 25. Die 25, große Streitzahl, die Zahl der Rache, naja, bitte, Mars an der Spitze, als Herrscher des 8. Hauses, Herrscher von 8 an der Spitze 4, ja, da könnte man schon ein gewisses Potenzial erkennen. Die 29 bedeutet, dass man viel zu viel mit sich machen hat lassen, ja, manche haben sich sogar öfters als dreimal, aber wie auch immer, und dass man halt allmählich erwachsen wird, dass man lernt, dass man nicht mehr von anderen abhängig ist, sondern dass man sich selber um die Krankheitsangelegenheiten kümmert. Ja, Saturnspitze 6. Haus sagt uns das klipp und klar, lupenrein auf, kümmern wir uns selber um Heilbelange. Naja, also dieses System wird nicht mehr allzu lange dauern. Die 30 an letzter Zahl, das ist eine gute Zahl, Zuversicht, aber auch eine Zahl des Rückzuges. Und den Rückzug erkenne ich natürlich hier als Mars an der Spitze des 4. Hauses und Merkur als Herrscher von 1 an der Spitze des 4. Hauses. Das heißt, hier geht es ganz klar um einen starken Rückzugsprozess. Deutschland zieht sich zurück. Und als letzte Zahl, die Quersumme 3, steht für Uranus und das steht dann auch für Prosperität und Wachstum und an sich eine gute Aussicht. Na, hoffen wir, dass es so ist. Ich meine, wie gesagt, die Dinge sollten offensichtlich so kommen. Interessant, wie solche Inszenierungen stattfinden. Gut, du weißt, was jetzt kommt. Du ahnst es schon. Wir fahren hier gemeinsam in Richtung Teufelsteinhütte und 19.50 Uhr. Bitte, wenn du wieder die Möglichkeit hast, für 1, 2, 3 Minuten unsere Lichtvisualisierung zu machen. Das heißt, Licht und Schutz, dass alles ein gutes Ende nimmt, dass sich alles, wie gesagt, harmonisch und liebevoll ausgeht. Und ganz besonders, wie ich immer gesagt habe, in Zeiten wie diesen, Lichtkuppel, Schutzkuppel, besonders über dein Haus, über deine Wohnung, sozusagen alle, die böse Absichten haben, die ziehen weiter. Nur Menschen sozusagen mit guten, liebevollen Intentionen können sozusagen diese Energiebarriere sozusagen überwinden. Alle anderen werden davon natürlich abgehalten. Das ist der Sinn von solchen energetischen Schutzkuppeln.
Kuppeln und Lichtkuppeln, und das muss man halt leider immer wieder erneuern. Es ist halt so, ja. Energien verblassen, du weißt, das ist wie alles im Leben, das bedeutet auf gut Deutsch, bitte immer wieder für ein paar Sekunden auffrischen, immer wieder aufs Neue sozusagen in diese Heilenergien und Schutzenergien hineingehen. Gut, in dem Sinne, alles Liebe, Kopf hoch, zuversichtlich bleiben, und ich drehe mich um und ich sehe Sonnenschein. Also das heißt, auch ich werde heute ein paar Stündchen hinausgehen und wieder, wie ich so schön sage, das Gehirn entlüften, die Augen entlasten und wieder die Lungen mit Sauerstoff anfüllen. Alles Liebe, dein Astrowolf. Ende.